Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Hermann. Ja, liebe Zuschauer, waren Sie schon einmal in Wittlich? Ganz bestimmt. Waren Sie schon mal in der Innenstadt? Ganz bestimmt. Und in der Burgstraße? Auch. Haben Sie dort schon mal diesen Sandsteinstuhl gesehen? Dieses Kunstwerk von Christine Nicolai? Dann haben Sie die Gelegenheit, sie heute persönlich kennenzulernen, denn sie ist mein Gast. Herzlich willkommen, Christine Nicolai. Ja, hallo Hermann. Christine, du bist vielseitig in der Kunst aktiv. Das stimmt, ja. Ja. Du bist Bildhauerin, Kunstpädagogin. Ja. Vielleicht stellst du dich mal unseren Zuschauern vor. Ja, ich bin die Christine Nicolai, bin Bildhauerin, Kulturpädagogin und lebe in Kreimerath, arbeite in Kreimerath, habe da meinen Garten. Mein Skulptur. Wunderschöner Ort übrigens. Ja, ja. Das stimmt, der ist wirklich schön. Gell? Ja. Man hat einen wunderbaren Blick auf die Eifel und der Garten, der hat einen uralten Kirschbaum. Das ist die Kreimerather Pastorenkirsche. Das ist was ganz Besonderes und das ist praktisch das Herzstück von unserem Garten. Und da ist meine Klopfhütte und da mache ich meine Kunstwerke. Klopfhütte? Was kann man Klopfhütte, das ist eine einfache, manche sagen, die Städter sagen immer, ist ein Holzverschlag. Das ist praktisch ein Dach und ein bisschen Wände drumherum. Und innen drin steht ein Steinbock und da bearbeite ich meine Steine. Mhm. Ja, und da ist halt eben auch vielseitig. Da mache ich einerseits Skulpturen für mich oder für den öffentlichen Raum. Und dann, was ganz, ganz wichtig ist für mich, das ist die Trauerbegleitung. Also das heißt, dass Menschen, die einen lieben Menschen verloren haben, dass die zu mir in den Garten kommen und da ganz selber, wie nach ihren Vorstellungen, das Grabmal, ich sage immer Gedenksteine, arbeiten können. Also das ist, ich unterstütze die, wir fahren in Steinbruch und machen zusammen Modelle, aber die legen wirklich selber Hand an. Und das ist so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit bei mir. Mhm. Wie kamst du zur Kunst? Ich habe schon als Kind geschnitzt. Also ich habe immer irgendwie, so lange, bis ich dann irgendwann mal ein Messer bekam zum Schnitzen. Mhm. Und dann, ich habe immer, das ist einfach so meine Ausdrucksweise. Mhm. Ich rede zwar jetzt ganz viel, aber eigentlich bin ich gar nicht viel am Reden. Ich drücke mich mit der Kunst aus. Drückst du mit der Kunst aus. Mhm. Aber dann auch sehr vielfältigerweise. Genau. Also sowohl alleine, dass du eben einfach etwas kreierst, ist das der richtige Begriff? Kreierst? Ja, kann man auch sagen, genau. Ja. Aber auch mit Menschen zusammenarbeitest, um eben deine Vorstellung der Kunst diesen Menschen oder diese Vorstellung weiterzugeben, zu übertragen auf andere Menschen, ihnen zu zeigen und zu sensibilisieren für Kunst. Genau, ich motiviere die einfach und ich unterstütze die praktisch, weil im Prinzip ist ja nach Beuys jeder Mensch ein Künstler. Ne? Das heißt, also ihr seid ja hier auch kreativ. Auf eine gewisse Art, ja. Ne? Gut. Ja, manchmal sehr künstlerisch, aber okay. Und das ist einfach, das ist ja so schön, das ist so wie in der Musik. Man spricht alle Sprachen und wenn man zusammen Musik macht, dann kann man sich verständigen. Und so ist das eigentlich auch mit der Kunst. Ne? Wenn du Kinder hast oder Menschen, die nicht die gleiche Sprache sprechen, aber du malst ein Bild oder arbeitest einen Stein, dann klappt das. Ne? Jetzt gibt es ja in der Kunst auch oftmals verschiedene Bezeichnungen für Stilrichtungen. Mhm. Bist du da irgendwo, kann man dich einer Stilrichtung zuordnen oder bist du da frei, flexibel oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist, glaube ich, vielleicht kann man das sagen, dass das zwischen figurativen, also die menschliche Figur, und naturalistischen Formen sind. Also weil ich halt eben sehr naturverbunden bin, lehnen sie die Figuren sich, oder die Figuren kuscheln sich in die Natur. Vielleicht so. Ja. Also ich arbeite jetzt nicht aus Prinzip, aber wenig oder gar nicht mit Plastik, sondern mit Stein, Holz, Metall und Bronze. Also Bronze ist ja auch Metall. Wo nimmst du deine Inspiration her? Ist wirklich die Natur und das Leben mit den Menschen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Figuren arbeite, dann sind das auch manchmal Figurengruppen, die was darstellen. Ne? Die erzählen einfach eine Geschichte dann. Ist ja sehr abwechslungsreich, weil du sagst, du stellst selber was her, du bist in deiner Klopfhütte. Klopfhütte, Klopfhütte, ja. Da bist du für dich und kannst dich ganz
deiner Vorstellung, was du jetzt machen willst, hingeben. Aber du sagst, du arbeitest ja auch viel mit Menschen. Mhm. Also es ist sehr abwechslungsreich, es ist interessant. Ja, und ich denke, oder ist es nicht auch so, dass du dann über den Kontakt mit den anderen Menschen auch nochmal neue Inspirationen bekommst für Dinge, die du dann letztendlich alleine wieder umsetzt? Könnte sein, zum Beispiel der Stadtstuhl. Ne? So, ja. Da habe ich gedacht, da war ja damals das Symposium und da konnten wir praktisch ein Modell machen oder eine Idee einreichen. Und für mich war das da wichtig, dass irgendwie die Menschen kommen und was da mit der Skulptur machen. Und dann war einfach so ein Stuhl, ist einfach da, setze dich rein, du agierst vor dem Stuhl oder die kleinen Babys werden da drauf gesetzt oder ein Liebespaar posiert da. Und da war praktisch so der Zünder, was für den Menschen zu machen. Ne? Wenn man jetzt sagt, man kommt es nicht direkt nach Kreimerath, sondern hier in der Stadt sieht man jetzt den Stuhl. Wo findet man denn sonst noch Kunstwerke von dir? Oder ist es dann schon sinnvoll, man kommt nach Kreimerath und in deinen Garten? Ja. Ja, ich meine, in dem Garten, der ist bewusst ruhig, weil halt eben da die Trauergäste oder meine Gäste hinkommen. Mhm. Also ist aber jetzt zum Beispiel hinter dem Dom in Trier, da ist eine Skulpturengruppe, die konnte ich damals mit einer Kollegin zusammen zu den Jahrtausendwänden arbeiten. Mhm. Oder in Schönecken, da gibt es die Jakobsmuschel, da geht der Pilgerpfad lang und da durfte ich eine riesige Muschel arbeiten. Das ist ein wunderschöner Platz. Und da ist ein Brunnen und da verweilen die Leute. Und es war ja so, dass die Leute früher dann die Muschel hatten, um die dann so ins Wasser zu tun und zu trinken. Mhm. Und ich habe praktisch dann über dem Brunnen so eine große, schöne Muschel machen können. Interessant. Und die Muschel, die ist aus dem Stein von einem Haus, was abgerissen wurde. Und das ist praktisch oben der Abschlussstein gewesen. Mhm. Jetzt haben wir so viel über die Dinge gesprochen, die du im Laufe der Jahre hergestellt hast. Du hast uns auch Bilder mitgebracht. Mhm. Ja, vielleicht kannst du mir mal das eine oder andere zeigen, wo man dann den Zuschauern auch mal, damit die sehen können, wie sieht das denn aus, was ihr denn macht. Genau, das hier ist zum Beispiel der Pilgerstein oder der Stadtstuhl. Langsam, damit man sich das angucken, der Pilgerstein. Ja. Erzähl mal, der Pilgerstein. Muschel, genau, ganz genau. So, was hast du denn dann noch? Dann der Stadtstuhl, darüber haben wir ja auch. Der Stadtstuhl, zeigen wir den auch nochmal kurz, damit man den sieht. Genau, da habe ich auch mal ein Bild mitgebracht, wo Kinder spielen und praktisch ihr Eis im Sommer essen. Also das kann ich auch selber immer wieder beobachten, dass einfach gerade Kinder sich da tummeln. Das ist ein begehrtes Objekt für ein Foto, weil viele Eltern setzen ihre Kinder drauf, machen dann Fotos. Ist eine tolle Sache. Damit hast du sicherlich schon viele Menschen begeistern können und Kinder froh gemacht haben. Genau, das glaube ich auch. Und das war auch ein Geschenk, weil zuerst stand ja nur der Stadtstuhl da. Mhm. Und dann durfte ich dann noch kleine Stühlchen dazu machen. Mhm. Und seitdem diese Stuhlgruppe da ist, da ist dann richtig Leben eingekehrt. Das sieht richtig toll aus. Ja. Und dann gibt es noch, durfte ich zu der Bundesgartenschau in Euskirchen machen. Wie war Oder ist das Landesgartenschau, die großen? Ja. Genau, ne? Und da habe ich auch wieder das Motiv Stuhl aufgegriffen. Ja. Und da ist auch die Möglichkeit, dass halt eben mehrere Menschen konnten da sitzen und verweilen in der Kunst auch. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch viele Menschen gibt, die sich dann mit dieser Sache anders auseinandersetzen. Also es ist nicht als Gegenstand nehmen, die sagen, ja gut, auch schön, ja, und gehen weiter zum nächsten, sondern wirklich das betrachten und sich einfach mit der Kunst da auseinandersetzen für einen Moment. Ja, ich habe die halt eben auch so konstruiert, dass die immer unterschiedlich sind. Ne? Also hier siehst du zum Beispiel den Lebensstuhlkreis, ne? Das war eine ganz schöne Sache, das war die Landesgartenschau in Trier und das war echt eine tolle Sache. Was heißt Lebens? Da habe ich praktisch die vier Lebensphasen
als Stühle dargestellt. Ja. Also siehst hier, da ist der weiße Stuhl, das ist der Kinderstuhl, den habe ich extra klein gemacht. Ja. Ne? So ein Kinderspielstuhl. Und dann ist der rote, das ist der Erwachsenenstuhl. Ne? Da bist du halt eben voll im Leben, rote Farbe. Aha. Und dann gibt es den, und der hat eine Lehne, auch der Jugendstuhl. Und dann gibt es den Alterssitz. Der ist schwarz und der hat keine Lehne, weil dann kannst du in dein Leben gucken, kannst dich aber auch rumdrehen und auch auf das, was kommt, gucken. Und dann gibt es noch den Stuhl des Wechsels. Das ist praktisch, heutzutage haben wir ja viele Wechsel. Das war toll, da haben sich die Menschen in den Stuhlkreis reingesetzt und haben dann nochmal gesagt, ich bin doch mal Kind. Ach, guck mal, das ist da hinten der Stuhl, da komme ich vielleicht auch mal hin. Dann war das der Alterssitz. Ja. Und dann haben die Leute da wirklich gesessen, so wie wir jetzt, und haben sich auf einmal in ihre Lebensphasen reinversetzt. Das Toll. War eine richtig tolle Sache. Ja, interessant. Und, ja, also das war wirklich ganz spannend. Das war immer so ein Gebrummel da auf dem Raum. Ja, also, hast du schon Gelegenheit, auch selber vor Ort zu sein und dass du aus der gewissen Distanz zu beobachten? Ja, oder hast du das irgendwie auch erläutert? Ja, das Schöne war, dass ich habe gesagt, dieses Kunstwerk funktioniert nur, wenn die Leute auch wissen, was da passiert in dem, dem Kreis. Ja. Und habe deswegen auch Tafeln, Erzähltafeln aufgestellt, die praktisch auch noch zu den Lebensphasen. Und dann haben die Leute da gesessen und Lebensstuhlkreis, Kinderstuhl, dann sind sie so rund, und so. Ne? Und dann durch dieses Lesen und das Erzählen, das war ganz spannend, ja. Auch für dich, ja, wirklich was ganz, ganz, ganz Tolles. Also nicht nur für diejenigen, die das erleben durften, sondern auch für dich einfach, wenn du siehst, wie wird deine Kunst angenommen, wie wird sie unterschiedlich interpretiert. Genau, ganz genau. Ist eine spannende Geschichte. Ist eine tolle Sache, Toll, ja, und weiter? Was haben wir denn noch? Ach ja, hinter dem Dom, das sind halt eben diese Zeitlos, haben wir das genannt. Das sind praktisch zwei Steine und das eine war das eine Jahrtausend, das andere Jahrtausend. Und da hatten wir eine Woche vorm Dom haben wir eine Kunstaktion gemacht und da konnten die Menschen praktisch ihre Anliegen auf Holztafeln schreiben und malen und die haben wir dann praktisch in den Stein reingelegt. Aha. Und diese liegen da immer noch. Ne? Also praktisch so eine Energiezone gemacht. Mhm. Und das ist natürlich was Tolles. Ne? Ehrwürdige Ort da, der Dom, Trier, ne? Ja. Das ist ja, und dann da die Steine stehen haben, das ist klasse. Also, wenn man dir zuhört, du bist ja richtig in deiner Kunst. Ja, nicht Gefangene ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil es könnte negativ klingen, aber du blühst auf. Ja, total, ja. Ja, also wenn es um die Kunst geht, also das wird dich auch weiterhin in deinem Leben begleiten. Ja, also ich bin da angekommen in der Kunst, ja. 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 So, jetzt hast du gesagt, du bietest natürlich auch Kurse an. Mhm. Du bietest ja auch an. Oder ich unterrichte, also dass ich... Ich mache immer Zwangsveranstaltungen. Zwangsveranstaltungen? Wie kann man sich das vorstellen? In Luxemburg, die haben so ein anderes Fortbildungssystem und die müssen Fortbildungen machen, also die Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Und die kommen dann immer mit so einem Gesicht da an und müssen mal wieder Zeit absitzen. Mhm. Und das größte Kompliment ist dann immer, Madame Nicolai, etwa flott. Schön. Also da ist dann auch so, dass die auch lernen, dass das auch was Wichtiges ist. Und daraus ja dann immer wieder neue Kraft, neue Motivation schaffen, da so weiterzumachen. Und du hast auch eine eigene Homepage. Genau. Können wir mal gerade kurz hier einblenden. Mhm. Ja, und das ist ja wirklich, und Facebook findet man dich auch. Mhm. Ja, einfach Christine Nicolai eingeben. Ja. Mit C und AY. Gut. So bezahlt muss sein. Ja. Und kann man deinen Garten, ist der öffentlich? Kann man den besichtigen? Oder? Also mit Voranmeldung ja. Was ist jetzt, ich mache einmal im Jahr, wenn offene Ateliers sind vom BBK, öffne ich dann meinen Garten. Und ich stelle halt eben immer Bilder rein und in Facebook oder auf meine Homepage. Und sonst ist es so ein bisschen so ein Ort der Stille oder der Einkehr, weil halt eben da auch viel verarbeitet wird. Ja, sicher, das ist klar. Genau.
Christine, wir könnten uns noch stundenlang mit dir unterhalten, genau. Ja, über dieses Thema. Aber unsere Sendezeit ist diesbezüglich begrenzt. Aber das heißt ja jetzt nicht für den Zuschauer, dass, wenn er Interesse hat, mehr von dir zu erfahren, wenn er mit dir in Kontakt treten will und will sagen, mit der Frau will ich mich auch mal unterhalten. Ja, und das nicht nur übers Fernsehen mir anzugucken. Ja, genau. Ja, geht man einfach auf die Homepage, da stehen alle die Kontaktdaten. Genau. Und du bist offen für jeden, der sich auch für die Kunst interessiert und dann mit dir entsprechend sich austauschen will. Ganz genau. Christine, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir einen Heidenspaß gemacht, war sehr interessant, viel informativ auch für mich, weil ich mit der Kunst eingeschränkten Kontakt und bin mehr so auf der musikalischen Seite. Ja, aber das ist wirklich interessant, wenn man das so hört. Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft, viel Inspiration, viele Impulse, wo du sagst, ja genau, da könnte ich ja auch noch was draus machen. Und dass du weiterhin glücklich bleibst in deinem Genre der Kunst. Mhm. Dankeschön, dass du hier warst. Ja, danke, Hermann. Und ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie bei uns geblieben sind und haben uns das angeguckt. Und kann nur sagen, vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss.